Endlich, rund ein Jahr nach dem ersten Apple-Handy, ist nun der Nachfolger iPhone 3G in 22 Ländern gleichzeitig erschienen. In der Nacht auf Freitag, Schlag Mitternacht, hat auch in Wien die Auslieferung des beliebten Gadgets begonnen. Wie erwartet war der Andrang groß, aber die Kunden haben sich auf lange Standzeiten gründlich vorbereitet. Endlich war es soweit. Danke für die 6 Stunden. 6 Stunden. Ja. Perfekt, du bist der Erste. Hallo, gleich mitkommen. Ja, genau von One-Chef Michael Krammer persönlich hat es sich nicht nehmen lassen, das erste österreichische iPhone seinem glücklichen Besitzer medienwirksam zu übergeben. Ich bin wichtiger zu mir. Das neue Modell kostet deutlich weniger, ist aber wesentlich leistungsfähiger als sein Vorgänger. Da es aufgrund der weltweiten Nachfrage zu Lieferengpässen gekommen ist, wurden gerade mal 100 iPhones in Österreich ausgeliefert. Kunden, die sich via Internet auf einer Warteliste eintragen ließen, müssen noch bis Ende Juli warten, bis sie endlich ihr heißgeliebtes iPhone in Händen halten können.